oh nein, das ist nicht gut. Ich muss mich irgendwo verstecken. Ich bin so verängstigt. Bitte kommen Sie nicht hier rein. Oh nein. Sie haben mich gefunden. Was soll ich tun? Das war's. Hi, Lily. Was machst du denn da? Komm. Entspann dich. Zeit für ein neues Aussehen. Im Einhornstil. Ich sprühe die Haarfarbe auf die Bürste. Nicht bewegen. Das wird fantastisch aussehen. Bitte sei sanft. Sei nicht so dramatisch. Tada! Wow, sieht erstaunlich aus. Lass uns feiern. Wow, Mickey, du siehst toll aus. Ich hatte gehofft, dass du es bemerkst. Ich denke, alles ist fertig. Ich will, dass die Party perfekt wird. Warte mal, das sieht nicht richtig aus. Also gut. Ich stelle diese Muffins hier hin. Ich bringe das in Ordnung. Wie sieht das aus? Immer noch nicht zufrieden. Hey, Lily, sieht gut aus. Oh nein, Mickey, setz dich nicht hin. Hä? Nein! Oh, das klang gar nicht gut. Warum ist das Sofa so matschig? Oh, ich habe mich auf die Muffins gesetzt. Oh, sie sehen nicht so schlecht aus. Ups, ich bringe es wieder in Ordnung. Wo geht sie hin? Ha, ich sagte doch, ich würde... Wow! Uff, keine Sorge um mich, rette die Muffins. Oh nein, es regnet Muffins. Geht es dir gut, Mickey? Das lief nicht nach Plan. Es tut mir so leid, Lily. Ich wollte nur helfen. Warum passiert mir das immer? Die Party ist ruiniert. Es war ein Versehen. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich beginne mit diesen Popsicle-Formen. Ich lege die Muffinstücke in die Form. Ein Regenbogeneffekt. Ich stelle sicher, dass sie alle festgedrückt sind. Es sieht gut aus. Ich schiebe ein Eisstäbchen in den Kuchen ein. Und jetzt tauche ich sie in geschmolzene Schokolade. Ich muss die Schokolade nur fest werden lassen. Ich dekoriere sie mit Schokolade. Ich träufle sie einfach darüber. Und verwende verschiedenfarbige Schokolade. Sieht sehr gut aus. Das gleiche mache ich mit weißer Schokolade. Sieh mal, was ich habe. Wow, die sehen lecker aus. So beeindruckend, Mickey. Wow, sie sind köstlich. Ich will mehr. Hey, Penny, schau mal. Was ist? Was ist denn los? Oh, das war meine Lieblingsjeans. Das ist ja so peinlich. Der Unterricht ist so langweilig. Ich bin so hungrig. Hey, das war doch lustig. Madison, aufpassen, vor allem wenn ich witzig bin. Ich habe genau für diese Situation an etwas gearbeitet. Oh, hi, Herr Lehrer. Toller Unterricht. Was ist das? Das ist toll. Warum habe ich das nicht schon früher bekommen? Du siehst lächerlich aus. Oh, ich hasse diesen Unterricht. Die Farbe steht dir voll gut. Mir gefällt's. Na, der Unterricht ist nicht mehr derselbe, seit wir alle Smartphones haben. Frag einfach den Lehrer. Ja, Zeit, die Handys abzugeben. Oh, schnell verstecken. Seid ihr da fleißig am Lernen? Oh, ich hab fast gewonnen. Och, ich hasse es hier. Ach, als ob ich was über Photosynthese lesen will. Ja, wenn du dein Handy benutzen willst, musst du extra gerissen sein. Die Antwort lag die ganze Zeit vor mir. Lege dein Handy mit dem Display nach unten hin und ziehe eine Linie mit etwas Heißkleber. Ja, bis ganz nach unten. Klebe dann einen Buntstift an. Perfekt. Nur noch ein paar mehr. Sieht irgendwie cool aus, oder? Wenn ich jetzt Selfies mache, ist mein Handy nicht sichtbar. Ich benutze nur meine Buntstifte. Ja, was für ein Idiot. Diese Hack ist einfach genial. Oh, es gibt nichts Besseres als den Prüfungstag. Moment mal. Hast du da die Antworten? Ach Mensch, woher weißt du das denn bloß immer? Tschüss, liebe Spickzettel.
Ja, du kennst doch die Regeln. Viel Spaß. Diese Kinder lernen einfach nie. Guten Morgen. Mein Buch? Hier gibt's nichts zu sehen. Sehr gut, Lilly. Fang an. Oh, ich hätte diese Antworten nicht brauchen können. Soweit, so gut. Na, scheint, als war der Lehrer nicht aufmerksam genug. Der mein Spickzettel ist durchgegangen. Hey, warum ist mir das denn nicht eingefallen? Ja, mein Lineal ist keine große Hilfe. Lilly, psst. Kann ich mal sehen? Shh. Heb einfach den oberen Teil an, siehst du? Hierzu brauchst du zwei Lineale. Nimm deine Antworten und klebe etwas doppelseitiges Klebeband an. Zieh die Folie ab und klebe es an die Lineale. Richte die Mitte an der Mitte der Lineale aus. So kannst du es ganz einfach falten. Danke. Ah, fertig, Herr Lehrer. Oh, das ist knifflig. Ich hätte doch mal lernen sollen. Psst, Madison. Madison. Hi. Hi, David. Oh ja, es ist soweit. Die sind für dich. Du bist ja so romantisch. Ich freue mich, mit dir den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich bin überglücklich. Hey, Kleiner. Oh, du wirst meinen Schnurrbart bekommen, Gucci Goo. Das Leben ist perfekt. Hey, hallo, bist du da? Kannst du mir einen Stift geben? Oh, ja, natürlich. Hier hast du... Oh, warte. Den angeknabberten Stift kann ich David nicht geben. Ich suche schnell einen anderen. Wow, ich muss wirklich damit aufhören, auf den Stiften rumzuknabbern. Hi, David. Hey, Emma. Du kannst meinen Stift haben. Warte einfach kurz, okay? Ich kann's nicht glauben. Was hat Emma vor? Ich muss mich beeilen. Das sieht gut aus. Ich brauch nicht lange. Ich muss hier doch noch einen Stift haben. Das war's. Oh, vielleicht kann ich den Nagellack gebrauchen. Ich denke, das könnte klappen. Zuerst nehme ich einen Kuli auseinander. Dann schneide ich die Mine ab. Jetzt mach etwas Heißkleber ans Ende der Mine. Und nun zum Nagellack. Ich platziere die Mine in der Flasche und verteile Kleber drumherum. Ich lasse ihn aushärten und setze dann den oberen Teil drauf. Das sollte gehen. Jetzt ist es ein Glitzerstift. Das sieht aber schick aus. Und ich kann die Kappe wieder draufschrauben. Das ist viel besser als so ein langweiliger Stift. Hier hast du's. Oh mein Gott, wir haben uns berührt. Jetzt kann ich endlich loslegen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Das ist ein guter Stift, danke. Ja, es hat geklappt. Du bist so hübsch. Ich meine, deine Schrift ist hübsch. Ich hoffe, ich sehe gut aus. Gut, dass meine Haare sauber sind. Komm schon, beeil dich. Ich sehe perfekt aus, wie immer. Ich bin ein Naturtalent vor der Kamera. Oh, Alex sieht süß aus. Mir ist so langweilig. Hallo, Mickey. Ich bin so nervös. Ich hasse es, mich fotografieren zu lassen. Ich habe so viele Pickel. Warum musste ich heute einen Pickelausbruch bekommen? Ich bin dran. Können wir alles beschleunigen? Vielleicht sehen sie nicht so schlecht aus. Wem mache ich was vor? Sie sehen schrecklich aus. Was soll ich tun? Na, endlich. Moment, habe ich mir die Zähne geputzt? Ich hasse es, meine Nägel zu kauen. Ich kaue lieber auf diesem Bleistift. Und los geht's. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich beiße in diesen Radiergummi. Ich möchte ihn formen. Das ist genau, was ich brauche. Jetzt brauche ich meinen Lippenstift. Ich reibe den Radiergummi am Lippenstift. Ich tauche ihn völlig in Farbe und tupfe ihn auf mein Gesicht, um meine Pickel abzudecken. Das ist eine großartige Idee. Ich fühle mich so süß. Ich muss noch eine Sache erledigen. Bring meine Haare in Ordnung.
Ich glaube, ich bin bereit. Hallo, ich bin hier für mein Foto. Nehmen Sie meine beste Seite auf. Nur ein Scherz, ich sehe aus jedem Blickwinkel gut aus. Wow, ich liebe deinen Look. Setz dich doch. Ich weiß, dass wir ein paar gute Fotos machen werden. Rutsche ein bisschen rüber, so ist es gut. Jetzt breit lächeln. So wie hier? Perfekt. Hallo, Klasse. Was machst du da? David, schnell. Oh nein. Oh, ich bin nicht so gut unter Druck. Sie gehört ganz Ihnen. Das ist zwar seltsam, aber okay. Ich bin auch schon weg. Oh, das war knapp. Aber du hast es geschafft. Entschuldigung, ich bin spät dran. Aber lasst uns mit dem Unterricht beginnen. Oh, warum schreibt die Kreide nicht? Das ist so lustig. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Vielleicht ist sie schmutzig. Moment mal, da ist etwas auf der Tafel. Ist das Seife? Ich bin so enttäuscht von euch. Das war ein Klassiker. Es ist okay, ich muss mich nur kurz sammeln. Ich weiß, ich kann mein Notizbuch nehmen. Ich klebe einfach einen Streifenklebeband an die Kante. Außerdem habe ich Tafelfarbe zur Hand. Damit bemale ich den gesamten Deckel. Das ist sogar entspannend. Ich bin fast fertig. Es muss nur noch trocknen. Jetzt ziehe ich das Klebeband wieder ab. Vorsichtig, ich möchte den Anstrich nicht ruinieren. Ich brauche die Tafel nicht, wenn ich mein Notizbuch habe. Ich schreibe die Gleichung einfach auf den Notizbuchdeckel. Das geht ziemlich gut. Und jetzt möchte ich die Lösung wissen. Oh, was ist nur los? Okay, klasse, wer möchte antworten? Du! Aber, na gut. Komm nach vorne. Bleib cool. Jetzt bist du nicht mehr so clever, was? Oh, okay. Ich glaube, ich weiß die Lösung. Wie wär's mit der? Falsch. Setz dich. Was hast du dir denn gedacht? Verbringe weniger Zeit mit Schabernack, dafür mehr Zeit mit Lernen. Ich wische das wieder weg. Du, Madison. Ich? Das wird übel enden. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Hi. Das ist für dich, Mickey. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, es ist wunderschön. Ich kann es kaum erwarten, das zu tragen. Danke, Lilly. Das sieht toll aus. Du bist die Beste. Puh, was für eine Erleichterung. Ich muss Mickey ein Geschenk kaufen. Ich glaube, da ist etwas drin. Wow, ich bin reich. Oh, oder auch nicht. Was kann ich damit kaufen? Zeit, einkaufen zu gehen. OMG, die sind so lecker. Was würde Mickey gefallen? Hi, kann ich Ihnen helfen? Wir haben Geschenke für alle. Sie ist meine beste Freundin. Ich mag dieses Puppet. Aber es ist zu teuer. Oh, ein Dinosaurier. Nein, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein großes Budget. Oh, das sehe ich. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich habe genau das Richtige. Was meinst du dazu? Wow, es ist perfekt. Gib das her und ich nehme auch das Geld. Das war völlig unerwartet. Willst du mich veräppeln? Alles ist ruiniert. Oh, sei nicht traurig. Möchtest du Süßigkeiten? Ich mag Süßigkeiten. Danke. Wenigstens werde ich nicht enttäuscht. Oh. Moment. Ich habe eine Idee. Ich brauche diese Gummibärchen und diese runde Form. Ich lege die Gummibärchen in die Form. Und der letzte. Jetzt brauche ich klares Epoxidharz.
Ich gieße das in die Form und alle Gummibärchen abdecken. Einfach so. So, jetzt warte ich, bis es fertig ist. Dann kann ich es aus der Form nehmen. Und ich habe ein nettes Armband. Es ist so bunt. Es ist so süß, oder? Ich bin bereit für die Party. Ich muss nur noch die Blätter zusammenheften und dann sind die Hausaufgaben fertig. Das macht sogar Spaß. Hä? Da muss was klemmen. Ups. Oh nein. Das könnte ein Problem werden. Das war's. Alles erledigt. Jetzt kann ich entspannen. Blöde Klammern. Oh, das wird schmerzhaft enden. Oh nein. Das ist jetzt dein Tatort. Bleib hier sitzen, okay? Keine Presse, verschwindet! David! La 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 la, oh yeah! David! Das ist eine gute Tasse Kaffee. Ich hoffe, das klappt. Hä? Wo kommt das denn her? Da steht eine Nachricht drauf. SOS? Was da wohl wieder los ist? Was soll das? Was? Heftklammern? Meine AirPod-Hülle kann das Problem lösen. Die wird alle Klammern aufsammeln. Einfach so. Ich denke, ich hab alle. Vielen Dank. Ich nehme meinen Putzjob sehr ernst. Okay, jetzt überprüfen. Fleckenlos, genau wie ich dachte. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich muss mit der Klassenarbeit fertig werden. Oh, meine Miene ist abgebrochen. Zum Glück habe ich aber einen Anspitzer. Oh, das ist ganz schön staubig. Was zur? Nicht vor meinen Augen. Das war ein Unfall, ich schwöre. Ich hab's aufgehoben, siehst du? Wow, das war ja krass. Oh, ich habe eine Idee. Aber dafür brauche ich eine leere Flasche. Okay, dann werde ich mal kreativ. Zuerst schraube ich den Deckel ab. Als nächstes schneide ich ein Loch in ihn. Und dann drehe ich den Deckel um. Um den Rand des Lochs trage ich dann Heißkleber auf. Das sollte reichen. Jetzt klebe ich den Anspitzer in den Deckel. Wenn alles trocken ist, schraube ich den Deckel wieder auf die Flasche. Und ich habe, was ich brauche. Jetzt fallen die ganzen Späne direkt in die Flasche. Und sie hinterlassen keinen Müll auf dem Tisch. Ich beobachte dich. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Alles ist in der Flasche. Hm, der Junge wird es mal weit schaffen. Oh, hi. Nö, nicht interessiert. Oh, ich dachte, ich hätte einen Kunden. Niemand kauft meine Schokolade. Hey, hier drüben. Igitt! Jeder liebt Schokolade. Was mache ich denn falsch? Ich werde nie einen Welpen haben. Was kann ich tun? Mein schöner Traum ist jetzt Geschichte. Es war etwas unsanft, aber ich habe es geschafft. Oh, hi Lilly. Warum bist du so traurig? Kauft niemand deine Schokolade? Ich habe alles versucht. Oh, ich habe eine Idee. Komm mit mir. Wow, ist das sicher? Wohin gehen wir? Wir gehen zu diesem Schloss. Willkommen in meiner Küche. Wow, so viele Süßigkeiten. Das ist echt cool. Wir machen jetzt leckere Schokolade und all deine Probleme werden gelöst. Erstens brauchen wir diese Form. Ich male ein Schokoladenherz in die Form. Oh, es ist so süß. Ich male noch mehr und verwende verschiedene Farben. Es sieht so gut aus. Jetzt können wir sie abdecken. Diese lila Schokolade ist so lebhaft. Ich fülle die Form vollständig aus. Nun warten wir, bis es fest wird. Dann können wir sie aus der Form nehmen. Und sie ist fertig. Sie ist so schön. Wie findest du das? Wow, danke sehr. Die sieht sehr toll aus. Verkaufe sie jetzt.
Das wird auf jeden Fall helfen. Mein Geschäft ist geöffnet. Ich war zuerst hier. Es gibt genug für alle. Das hat gut geklappt. Wow, sieh dir das an. Jetzt kann ich mir einen Welpen zulegen. Und das ist alles meiner guten Fee zu verdanken. Du bist so süß und flauschig. Hi, Jasmin. Puh, das ist echt schwer. Oh, hey, Justin. Nicht schon wieder. Oh, sorry. Lass mich mal. Es gibt eine spezielle Methode. Ich bin ein echter Profi im Aufblasen. Hab ich doch gesagt. Gut zu wissen. Ich hab nämlich diese ganze Box. Oh, ich muss öfters mal den Mund halten. Das wird ewig dauern. Ich leg besser mal los. Mir wird schon ganz schwindlig. Aber alles für Jasmin, es lohnt sich. Oh, mein Held. Oh nein, ich wollte nicht drücken. Ups. Mir geht's nicht so gut. Keine Sorge, ich helfe dir. Vielleicht kann ich dich platzen lassen. Puh, schon besser. Puh, das war knapp. Schau. So viele. Was willst du nun tun? Ich hab's. Wir hängen sie an die Decke. Ja. Wow, das ist echt cool. Aber hält nicht wirklich lange. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Moment mal. Wir haben doppelseitiges Klebeband. Ich reiß einen Streifen ab. Und ich hab einen Ballon. Ich klebe ihn hier hin. Und entferne den Schutzstreifen. Okay, versuchen wir es. Ich habe echt ein gutes Gefühl. Er bleibt oben. Binden wir eine Schnur dran. Das sieht besser aus. Gute Idee. Nun die restlichen Ballons. Nur noch eine Sache. Jetzt sind wir bereit. Überraschung. Oh, das ist echt süß. Ich kann's nicht glauben. Ich werde ganz emotional. Danke. Okay, ich packe meine Sachen noch schnell in den Spind. Puh, komm sofort hierher. Oh mein Gott, warte, habe ich mein Handy bei mir? Wow. Mein Handy. Nein. Ich fang's auf. Deine Note ist miserabel. Ich muss was tun. Phew, gut, dass die Stopptaste funktioniert. Nun kann ich mich um meine Probleme kümmern. Und zwar als erstes der Test. Eine 6? Nee, wie wär's mit einer 1+? Hm, wenn ich schon mal dabei bin, hier fehlt doch noch was. Nun hat sie einen Schnurrbart, voll witzig. Okay, jetzt muss ich mich um diesen ungewollten Flirt kümmern. Der Typ ist voll nett, weil er mein Handy retten will. Ich sorge dafür, dass er weich landet. Und nun mein Handy. Wow, voll cool, wie es in der Luft hängt. Aber in meiner Hand ist es sicherer. Ich brauche jetzt meinen Haarreif. Der ist wie eine große Feder. Ich brauche nur ein paar kleine Teile davon. Ich klebe sie an mein Handy ran. Einfach einen Kleckskleber auf die Hülle machen. Dann klebe ich noch mehr dran. Überall sind jetzt Federn dran. Yes, das ist perfekt. Okay, lassen wir die Zeit weiterlaufen. Diese Note ist... Warte, das ist eine 1+? Das muss mein Fehler gewesen sein. Ups. Mua. Ah, knochig, viel zu knochig. Oh, ah, wo kommt der denn her? Oh ja, mein Handy. Ich hab's. Yes, es ist nicht kaputt gegangen. Ich lasse es fallen und ich spring zurück in meine Hand. Hey, du. Das ist doch das beste Video, stimmt's? Schüler, hört zu, es wird Zeit für euren Test. Ja, genau. Nun holt eure Handys raus, sie kommen hier hinein. Du weißt, was zu tun ist, leg es hier hinein. Sehr gut. Okay, du bist die Nächste. Leg dein Handy in diese Box, bitte. Na schön, hier ist mein Handy, oh Mann. Ich weiß, dass du mehr als ein Handy hast. Na los. Ich mach ja schon. Ich muss sie erst alle finden. Endlich. Danke für deine Mitarbeit. Du bist die Nächste. Leg deine Handys und Gadgets hier rein, bitte. Manu, ich brauche das eigentlich, um den Test zu bestehen. Ich muss gut abschneiden, sonst bleibe ich sitzen. Nicht nur das.
Mom wäre wahnsinnig sauer auf mich. Sie flippt aus, wenn ich schlechte Noten bekomme und schreit mich an. Was mache ich denn jetzt? Ich will nicht durchfallen. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Das ist die Lösung. Ich schneide ein paar Reihen von Puppet ab. Und mit dem Stift schreibe ich Zahlen auf die Dellen. Jetzt brauche ich mein Notizbuch. So, ich habe den Deckel durch mein Puppet ausgetauscht. Yes! Und nun kann ich das Puppet als Taschenrechner benutzen. Das hilft mir auf jeden Fall bei den Matheaufgaben. Alles klar, die Zeit ist um. Bitte gib mir dein Blatt. Ich schaue mir das gleich mal an. Oh mein Gott, du hast den Test perfekt gemeistert. Eine 1 plus? Cool, meine Mom wird total stolz auf mich sein. Kann's kaum erwarten, dass sie zum Unterricht kommt. Yay, da ist sie, endlich. Hi. Du bist voll auf mein Furzkissenstreich reingefallen. Oh, haha, wie lustig. Du bist ein echter Scherzkekser. Das werde ich auf jeden Fall heimzahlen. Mal sehen, was habe ich denn hier, das ich nehmen kann? Oh, ich habe diese Tic-Tac-Packung. Ich nehme den Behälter ab und nun brauche ich nur noch meinen Anspitzer. Der kommt hier dran und der Behälter kommt wieder drauf. So, und als nächstes brauche ich einen Eisstiel. Das sieht ja schon sehr gut aus. Hier oben muss nur noch der Radiergummi dran. So müsste es gehen. Und jetzt muss ich das nur noch mit Stoff abdecken. Ich wickle den um das transparente Plastikteil. Und nun kommt dieser gelbe Stoff dran. Damit umwickle ich den Radiergummi. Gut, dass ich alles gut abgemessen habe. Es passt nämlich perfekt. Dann kommen noch diese kleinen Augen dran und ein süßes Lächeln. Und natürlich dürfen diese Streusel hier nicht fehlen. So süß und funktional. Das ist mein neuer Bleistiftanspitzer. Und yes, schön spitz. Dann komme ich jetzt noch zu meinem Streich. Ha, was macht sie denn da? Isst sie etwa was? Hey, oh wow, gib mir das. Du weißt, ich liebe diese Snacks. Ich hab's dir mit meinem eigenen Streich heimgezahlt. Oh, deine Zähne. Ha, das war echt ein cooler Streich. High five. Das war er. Der heutige Tag wird einfach genial. Und meine Beißerchen sind auch bereit. Oh, im Ernst? Oh, Mann, jetzt ist die voller Haare. Das kommt echt nicht mehr in meinen Mund. Ab in den Müll mit dir. Verdammt. Moment mal. Vielleicht kann dieser kleine Kerl hier helfen. Ich wusste, ich kann das irgendwann noch gebrauchen. Möchtest du deine Zahnbürste vor einem Fall bewahren? Verwende den Klammertrick. Sieht das nicht toll aus? Problem gelöst. Die Blätter sind alle durcheinander. Das wird kein Spaß. Aua, aua, aua. Jetzt ist alles noch schlimmer. Das war's. Ich muss dieses Problem lösen. Komm her, Tucker. Warum funktioniert der nicht? Keine Heftklammern drin. Natürlich nicht. Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich tun kann. Okay, die Blätter sind alle sortiert. Und jetzt kommt mein Cutter. Ich mache zwei Schnitte, hier und hier. Und ich falte sie so und stecke die Spitzen in den anderen Schlitz. So geht's. Sie halten ohne Klammern zusammen. Ach, endlich, die Blätter sind organisiert. Sie werden auch nicht auseinanderfallen. Ab zum Unterricht. Okay, das ist der Marker, den ich brauche. Los geht's. Ich fange mit dem Schreiben an. Oh, Kevins Haare sind so schön. Er ist auch so süß. Oh, ich könnte ihn den ganzen Tag anschauen. Oh, wow, ich muss geträumt haben. Oh nein, 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 nein. Ich habe seinen Namen und überall Herzen gemalt. Okay, da ist der Schwamm. Es geht nicht ab. Es lässt sich nicht wegwischen. Ich muss den falschen Marker benutzt haben. Oh, das Glas Wasser wird helfen. Ich nehme einfach einen großen Schluck. Okay, jetzt bin ich bereit. Und jetzt heißt es schrubben. Komm schon, geh ab.
Es nützt nichts. Das hier funktioniert nicht. Was soll ich jetzt machen? Das wird mir ewig hinterherhängen, wenn die Leute das sehen. Hm? Was ist denn hier los? Ja, sorry, aber das geht nicht mehr ab. Mach dir keine Sorgen, ich kenne einen Trick. Du brauchst allerdings diesen Whiteboard-Marker. Du musst nur den Permanentmarker mit dem Whiteboard abdecken. Jede Linie muss abgedeckt werden. Okay, pass auf. Und jetzt kommt der Wischer. Siehst du? Alles geht jetzt ab. Kein Schrubben nötig. Tada! Kein Kevin mehr dauerhaft an der Tafel geschrieben. Oh, das ist so viel besser. Oh mein Gott, da kommt Kevin. Puh, das war ganz schön knapp. Mach dir keine Sorgen, meine Lippen sind versiegelt. Es gibt doch nichts Besseres als Chips auf der Couch. Na, warum sind die nur immer so schnell leer? Noch irgendwelche Krümel übrig? Nee. Madison hatte noch richtig viele übrig. Vielleicht willst du teilen? Oh, du bist so gierig, Madison. Und wirklich chaotisch. Oh Mann, die Chips, die stopfen total. Ich glaube, ich höre jetzt besser auf. Kann ich jetzt was abhaben? Spinnst du? Die hebe ich doch für später auf. Oh Mann, der Chipsladen ist jetzt geschlossen. Ich werde später weitermachen. Hey Jen, Finger weg von der Tüte, ja? Madison, Achtung! Oh nee, wie konnte das denn bloß passieren? Oh, ich bin so doof. Naja, ich find's witzig. Oh, du lachst mich immer aus. Aber lass uns mal sehen, wer jetzt lacht. Kann ich das kurz haben? Schau zu und lerne, meine Liebe. Um sicherzugehen, dass deine Tüte geschlossen bleibt, schneide einen Strohhalm auf. Leg ihn beiseite und schnapp dir die Tüte. Nimm nun den zweiten Strohhalm und wickle ihn ein. Bedecke ihn jetzt mit dem Strohhalm, den du gerade geschnitten hast. Heiliger Bimbam! Oh, ich bin ein Genie! Lass uns das mal testen. Ja! Alles sicher verstaut. Oh, wenn ich da nur früher dran gedacht hätte. Ja, es ist genial, aber wie auch immer. Lass uns weiterschauen, okay? Stopfst du dir wieder den Bauch voll, Madison? Ich bin gerade 5 Kilometer gelaufen. Oh Mann, ich bin echt ausgetrocknet. Oh, hier ist wirklich nichts mehr drin. Na, ich mache einfach wieder was rein. Mal schauen, wie gut meine Einschenkfähigkeiten sind. Mist, ja, du solltest eigentlich in der Flasche landen. Komm schon, Konzentration. Jetzt sehe ich ein bisschen besser. Und gießen. Das fließt überall hin, aber nicht in die Flasche. Das ist verrückt. Da ist kaum genug drin für einen Schluck. Ich will doch nicht dehydriert werden. Hey, gib mir eins dieser Essstäbchen. Dieses Teil ist die Antwort auf meine durstigen Gebete. Gieße einfach etwas Wasser darüber und alles fließt direkt in die Flasche. Genialer Trick, oder? Wow, wo hast du das denn gelernt? Mal schauen, ob ich das auch kann. Ich werde meinen Orangensaft hier reingießen. Oh, das funktioniert. Es ist fast so, als ob die Flüssigkeit am Stäbchen haftet. Getränke für unterwegs vorzubereiten, wurde soeben viel einfacher.